Hallo liebe Moviepiloten, es ist tatsächlich soweit. Wisst ihr noch, ungefähr vor was, 5 Jahren? Ja, da hatten wir noch ein ganz anderes Studio, da saßen wir auch noch auf einer Couch und haben gesagt, Rick Grimes ist von uns gegangen. Long time. Meine Güte, damals waren wir noch im Fieber von The Walking Dead, eine Serie, die nicht mehr so viele Leute begeistern zu scheint. Was ich verstehe, nichtsdestotrotz, wir haben gesagt, Rick muss irgendwann zurückkehren. Es ist soweit. Es ist tatsächlich. Es fühlt sich komisch an, wirklich jetzt hier zu sein, im Hier und Jetzt. Rick Grimes ist zurück, denn wir haben das dritte Walking Dead Spin-Off in dieser seltsamen Episode von 9 Walking Dead Spin-Offs nach Negan und Maggie, aka That City, nach Daryl Dixon, aka Daryl Dixon, haben wir jetzt Rick und Michonne, aka The Walking Dead. The ones who live. Was ich von der ersten Episode halte, das könnt ihr euch anhand meines Grinsens eventuell schon denken. Ganz egal, das verrate ich euch jetzt. Und ja, hier wird es zu Spoilern kommen, was The Walking Dead, das gesamte Universum davon angeht. Das muss ich, glaube ich, hier wirklich sagen. Und ja, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Und damit wurden fast alle Slammers claimed. Denn bevor wir mit der Folgenbesprechung beginnen, gucken wir uns doch nochmal Rick Grimes an. So sah er aus, bevor er beim CRM ankam, so danach. Fällt euch etwas auf? Richtig. Rick sieht endlich aus wie jemand, der sich um seine Behaarung kümmert. Okay. Das CRM hat viele Geheimnisse, doch das Geheimnis hinter den gepflegten Soldaten ist einfach. Manscaped. Da das CRM noch an die Zivilisation glaubt und auf technologisch fortgeschrittene Standards setzt, haben sie Rick nicht nur eine coole Uniform gegeben, nein, sie haben ihn auch mit dem Performance Package 5.0 ausgestattet. Den Anfang macht hier der Lawnmower 5.0. Rick ist zwar einsam, doch in diesem Baby hat er einen richtigen Sidekick. Grateful. Der ihn untenrum ansehnlich macht. Ich hab nicht nachgeschaut. Mit 2 Skin-Safe-Klingen kann sich Mr. Grimes so um Oberflächen und sensible Stellen kümmern. Aber das ist nicht alles. In Ricks Rucksack befindet sich das komplette Paket, inklusive Ohr- und Nasentrimmer, die Crop Soother Ball Aftershave Lotion sowie, haltet euch fest, ein Deo für Ricks Klöten. Und als wäre das nicht genug, gibt es auch noch 2 Boxershorts und die The Shed-Tasche, in der er alles aufbewahren kann. Daher, falls ihr ebenfalls eine derartige glorreiche Evolution wie Mr. Grimes durchmachen möchtet, geht auf manscaped.com und benutzt den Code MOVIEPILOT. Dann gibt es 20% Rabatt plus kostenlosen Versand. So viel zu Manscaped und einem haarlosen Rick. Jetzt sprechen wir endlich über The Walking Dead, The Ones Who Live. Okay, es ist tatsächlich soweit. The Ones Who Live. The Walking Dead, The Ones Who Live ist endlich da. Ich bin ehrlich mit euch. Ich war nervös. Ich war wirklich nervös. Denn wenn man so lange auf eine Serie wartet oder auf so eine Resolution von einer Mutterserie, dann denke ich mir, bitte sei gut, bitte sei gut. Denn wir sind mittlerweile angekommen in einer Zeit, wo The Walking Dead sehr viele Leute nicht mehr juckt. Und ich verstehe das total. Die Serie hat 11 Seasons. Viele würden behaupten, das sind mindestens 3 Seasons zu lang. Ich will euch da gar nicht widersprechen. Und als es dann hieß, das Finale ist auch ein Setup für neue Serien, war ich der Erste, der dagegen war. Ich muss aber sagen, ich habe letzte Woche Videos gemacht zu Dead City und Daryl Dixon. Das sind beides Serien, die meiner Meinung nach so viel besser sind, als sie jegliches Recht haben zu sein. Aber ich bin fair. Wirklich brauchen tue ich diese Serie nicht. Aber jetzt, wo wir sie haben, bin ich froh, dass wir sie haben, weil sie sind trotzdem überraschend gut geschrieben. Aber The Ones Who Live ist die eine Show, wo ich gesagt habe, nein, die müssen wir kriegen. Wir müssen entweder diese Filme kriegen, weil ursprünglich sollten das ja Rick-Filme sein, dann wurde es eine Serie, aber wir brauchen da Antworten, weil man kann einen nicht mit so einem Cliffhanger zurücklassen. Das ist so ein bisschen, ich ziehe jetzt die Tangente, Akte X, Fox Mulder wird entführt von Außerirdischen und er ist nicht tot, wir wissen, er ist noch da draußen. Ihr müsst ihn irgendwann zurückbringen, ihr müsst uns Antworten geben, sonst hättet ihr ihn auch töten können. Rick und Michonne haben The Walking Dead überlebt. Und jetzt haben wir diese Serie. Und ich sag's ganz ehrlich, ich bin reingegangen in diese Show mit einer Sache. Wenn die erste Episode nur okay ist, bin ich raus. Weil, nee, jetzt müsst ihr wirklich
zeigen, dass sich das Warten gelohnt hat, weil genügend Fans warten nicht mehr, sind ausgestiegen, haben gesagt, nee, juckt mich nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt einschalte, pustet mich weg, gibt mir was Neues und gibt mir Antworten. Und ich sag's, wie es ist. Die erste Episode von The Walking Dead, The Ones Who Live, ist so großartig, ist so gut und ist so fucking anders von allem, was wir aus der Welt von The Walking Dead je gesehen haben, dass ich sage, wenn diese Serie diese Qualität beibehält, wird ja eh so ein Podcast mit Marco und mir geben zu unseren Lieblingsserien 2024, wird es eventuell auf der 1 sein. Und das sage ich ja als Walking Dead-Fan, aber das sage ich ohne Walking Dead-Fan-Brille. Okay, wir legen los. Die Serie fängt tatsächlich an so ein bisschen mit einem Previously on Rick Grimes, was witzig ist, weil auf Filmstarts gab es ein Video, Rick Grimes Story zusammengefasst. Guckt euch das mal an. Ist wirklich sehr lustig geworden. Aber ja, wir sehen ihn wirklich nochmal im Krankenhaus. Wir sehen so ein bisschen seinen Werdegang, aber wir sehen das Wichtige. Die Brücke, die Explosion. Oh, er ist weg. Michonne sucht ihn. Und das ist es. Und da dachte ich mir, okay, aber ihr dürft jetzt nicht mehr teasern. Ihr dürft jetzt wirklich nicht mehr teasern. Die Serie heißt The Ones Who Live. Ursprünglich hieß sie sogar nur Rick Grimes. Ich will jetzt Rick sehen. Und Gott sei Dank, wir fangen direkt mit ihm an. Und direkt die Kameraarbeit, die Bilder in dieser Show, es wirkt alles qualitativ hochwertiger als das, was ich gewohnt bin von The Walking Dead, erst recht in den letzten Seasons. Und man hat ein Close-Up von Rick und er sieht komplett im Arsch aus. Wir hören auch so ein Voice-Over von ihm, weil wir wissen, dass er immer noch regelmäßig Briefe an Michonne schreibt. Er musste jetzt circa 10 Jahre lang sein beim CRM und er gibt auf. Wir wissen ja, dass er schon probiert hat zu fliehen. Das haben wir im Finale gesehen von The Walking Dead. Aber das probiert er die ganze Zeit. Das heißt, für alle, die sich gefragt haben, wo ist Rick? Warum ist er nicht zurückgekommen, nachdem die netten Hubschrauberleute ihn so ein bisschen behandelt haben? Ja, weil die nicht nett sind und ihn nicht rauslassen. Ich meine, wir wissen ja, das CRM ist so dieses ominöse Ding in der Welt von The Walking Dead. Die tauchen auch bei Fear hier und da auf. Die hatten ja, gab diese Spin-off-Serie World Beyond. Ich fand die richtig scheiße. Aber ich fand die auch in erster Linie scheiße, weil mich die Figuren nicht gejuckt haben und immer nur angedeutet wurde, aber uns nicht wirklich gezeigt hat, aber was ist denn das CRM? Was machen die denn so wirklich? Ich glaube, diese Show gibt uns genau das und erneut danke, danke dafür. Aber ja, Rick ist im Arsch. Wir wissen, er gibt auf, er schreibt bald keine Briefe mehr an Michonne und dann haben wir das Intro. Und ich finde, die geben sich generell krass viel Mühe mit diesen neuen Intros für den Shows. Ich habe gar nicht über die Daryl Dixon Intro-Sequenz geredet, die wirklich phänomenal ist. Aber hier, allein der Score, die Mucke, das ist der Song, den wir in der letzten Episode von The Walking Dead hatten, wo ich noch vor eine Kamera gesprungen bin und gesagt habe, wow, dieses Stück Musik ist so wundervoll. Ich so, yeah, dieses Stück Musik ist jetzt der Titelsong von einer eigenen Serie. Und man merkt direkt, diese Serie will nicht typisches Zombie-Apokalypse-Ding sein, was wir aus Walking Dead kennen. Das ist eine Militärserie, das sehen wir sogar im Intro. Mit diesen ganzen CRM-Flaggen und Hubschrauber, alles sehr militaristisch. Und dann sehen wir tatsächlich, wir springen ein bisschen zurück in die Vergangenheit, die Folge geht los und wir sehen, wie das CRM mit Leuten umgeht, die sie sich schnappen. Und zwar, die müssen sich erst beweisen, die müssen Walker kaputt machen für die und Teil von deren Society werden. Und Rick ist da angebunden, wie mit so einem Seil, das man zurückziehen kann und soll jetzt im Wald Walker killen, die sogar angezündet sind. Und da ist einfach der Punkt, wo er sagt, nee, ich halte es nicht mehr aus. This is hell. Und er hackt sich den eigenen Arm ab und ich... Das habt ihr die ganze Zeit nicht in der Serie gebracht. Ich weiß, im Comic verliert er die Hand recht früh. Und so fangt ihr die Show schon an. Huff, und direkt, der größte Shoutout geht raus an Andrew Lincoln, weil er war jetzt so lange nicht da und er hat diese Rolle so lange nicht mehr gespielt, aber es fühlt sich wirklich an wie ein altes Paar Schuhe, das er sich anzieht. Er slippt so gut rein in die Rolle von Rick Grimes. Ich so, jetzt wird mir erst klar, wie hart ich dich vermisst habe. Du bist ein geborener Leading Man. Das konnte niemand, konnte dieses Loch füllen, das Rick hinterlassen hat, das Andrew Lincoln hinterlassen hat. Und es ist unglaublich, ihn in so einem Szenario zu sehen, was schon fast Kulturschock ist, weil es ist so krass nicht The Walking Dead. Aber ja, selbst dieser Versuch mit dem Arm zu fliehen und seine Wunde da ins Walker-Feuer zu halten, hat nicht geklappt.
Und wir fragen uns auch aber, warum lassen die ihn denn am Leben? Weil er wurde ja als B verkauft und wir wissen jetzt auch, was ist A und B. B sind Leute, die einfach so average, normale Leute sind, die keinen besonderen Widerstand leisten. Und genau diese Leute sind gefundenes Fressen für CRM. Weil das CRM, da wo wir jetzt sind, haben wir wirklich eine verborgene Stadt. Wir hatten ja Omaha auch so ein bisschen in World Beyond und wir haben auch so ein paar Stützpunkte von denen gesehen, aber das ist wirklich eine Society, die größer ist als das Commonwealth und die sind komplett geheim, angeführt von Major General Beale, gespielt von John Locke aus Lost, Terry O'Quinn, der nicht viel Screentime hat, aber wir wissen auch, der ist eine Präsenz. Der Typ ist eine Präsenz. Und Ace sind Leute mit einem eigenen Willen, die eventuell Leadership-Potenzial haben. Die CRM-Leute wissen, solche Leute sind eine Gefahr, die killen wir. Aber Oakenford, das ist der Typ, der sich für Rick da drin einsetzt, obwohl das auch sein Gegner ist, sieht in Rick Potenzial. Er möchte aus ihm einen Soldaten machen, sagt ihm sogar, ey, wir müssen das CRM von innen heraus verändern. Das ist so ein bisschen die Storyline, die ich aus dem Comic kenne mit dem Commonwealth, nur dass das viel viel größer ist. Und wir sehen Ricks Alltag. Er schreibt regelmäßig Briefe an Michonne. Er lernt immer mehr über diese, ja, über diese Mystery World, in der er sich jetzt befindet. Er so, oh, alles, was ich bisher erlebt habe, alles von The Walking Dead, war im Grunde genug, ich habe die Welt durch so ein Schlüsselloch beobachtet. Das ist die Welt. So schön kann sie sein und so brutal und fürchterlich kann sie sein. Es sind in beide Richtungen neue Ausmaße. Und Rick ist damit, ja, Ricks ganze Welt wurde ein bisschen auf den Kopf gestellt in den letzten paar Jahren. Aber er hat seinen Anker nicht verloren. Sein Anker ist, ich will zu Michonne zurück, ich will zu meiner Tochter zurück. Und dann gibt es auch diese Traumsequenzen, wo er mal Michonne begegnet. Und ja, es ist richtig schön zu sehen, wie die beiden in einem Nicht-Zombie-Apokalypse-Szenario sich kennenlernen, miteinander flirten, über Pizza reden, er sie heiraten will, aber sie geht auch in Flammen auf, ähnlich wie seine Vorstellung, dass er da je rauskommt, weil irgendwann gibt es diesen Moment, wo Rick gebrochen ist, also ich komme da nicht mehr raus, das ist jetzt mein Leben, also werde ich auch Teil dieser Armee, was soll's. Kriegt er auch einen ziemlich coolen Prothesenhandschuh mit einer Klinge à la Wolverine, ich so, das ist erneut, die Show ist mehr Militärdrama als Zombie-Apokalypsen-Show. Und ich liebe alles daran. Klar, am Anfang musste er ein bisschen Walker wieder für die killen, was generell immer der Fall ist bei The Walking Dead, wenn Leute irgendwie zwangsrekrutiert werden. Aber danach ist es ein reines Militärdrama. Er hat da diese eine Kollegin, mit der er sich ganz gut versteht. Und wann immer er aufsteigt in der Welt des CRMs, sieht er irgendwie eine Chance, okay, ich glaube, jetzt hau ich ab. Okay, jetzt hau ich ab. Und gegen Ende der Show merkt er, okay, dieser Oakenford, der weiß viel mehr, also gegen Ende der ersten Episode, der weiß viel mehr über mich, als ich dachte. Er weiß, wer Michonne ist und er droht mir jetzt im Grunde genommen, wenn ich nochmal probiere zu fliehen oder mich tatsächlich mit Michonne wieder vereine, bringt er sie um. Bringt er alle Leute um, die ich mal geliebt habe. Und das ist der Moment, wo Rick wirklich bricht. Und hier gibt es auch diese coolen Tie-Ins zu Fear the Walking Dead. Wir sehen, okay, diese Leute haben L.A. bombardiert. Diese Leute sind für das und das verantwortlich. So endlich gibt es jetzt so richtige Connections und ich, yes, baby. Aber zum Schluss sehen wir, Rick hat es halt eingesehen, wie es ist. Er ist auch mittlerweile Hubschrauberpilot, was auch ziemlich cool ist. Diese ganzen Uniformen, die sehen schon mega cool. Ich will eine Actionfigur von Rick so in meinem Regal stehen haben, wie er so aussieht, weil why the fuck not? Und Oakenford und er scheinen sich ein bisschen näher zu kommen, aber auf einmal irgendwas trifft den Helikopter Oakenford. Ich so, oh, was für ein cooler neuer Charakter. Er ist tot. Er ist nicht irgendwie tot. Er ist verflucht nochmal grafisch tot. Der Helikopter stürzt ab. Wir merken, okay, das CRM ist unter Beschuss. Rick nimmt so ein bisschen die Kontrolle und sagt, okay, okay, wir müssen so ein bisschen uns aufsplitten. Einer nach dem anderen wird gekillt. Und ich, nein, das passiert jetzt nicht, oder? Ich höre das Klingen eines Schwerts. Ich so, oh, oh. Einer nach dem anderen, zack, Kehle durchgeschnitten. Rick wird überwältigt, ihm wird der Helm abgemacht, Schwert an die Kehle und es ist Michonne und sie erkennt, oh mein Gott, Rick ist einer von denen. Und die beiden gucken sich einfach nur an. See you next week. Ich so, geil, dass wir jetzt auch schon diese Reunion haben. Es fühlt sich so an, als hätten wir in dieser Show keine Zeit für Filler und The Walking Dead
in der Vergangenheit war das so eine Krankheit, dass die viel zu viel Fülle hatten. So, nee, wir erzählen euch jetzt wirklich eine gute Geschichte. Extrem viel mit Content, extrem viel mit Genre. Es ist ein Militärdrama, es ist aber auch eine Charaktergeschichte für Mr. Grimes. Wo war er die ganze Zeit? Was hat er erlebt? Ich meine, was Daryl, Negan, Maggie jetzt alles noch machen werden in ihrem Leben. Ja, schon irgendwo interessant, aber ich weiß ja, was so bei denen abgeht. Was bei Rick abging, ich hatte keine Ahnung. Jetzt sehe ich das mit meinen eigenen Augen. Kann es irgendwie nicht fassen, er kann selber nicht fassen, was gerade passiert ist und auf einmal hat er Michonne wieder. Ich finde es geil, dass das schon am Ende der ersten Episode ist. Ich bin mega heiß zu sehen, in welche Richtung das geht. Das Einzige, was ich jetzt sage, die Show ist so interessant und so anders als alles, was ich bis dato gesehen habe von The Walking Dead. Ich weiß nicht, ob die das in 6 Episoden komplett erzählen können. Deswegen, wenn es eine 2. Season gibt und die Nummer jetzt auch diese Qualität beibehält, ich gehe davon aus, nächste Woche ist die gleiche Episode, nur aus Michonnes Perspektive, was Sinn ergeben würde. Ey, ich wäre so am Start. Also, so viele Serien kriegen endlos viele Seasons. Aber wenn das diese Qualität beibehalten kann, rusht es nicht. Weil da steckt ein Masterplan dahinter. Ich bin echt stolz darauf, dass die so abgeliefert haben. Und ich bin heiß drauf. Das heißt, ja, Woche für Woche ist jetzt The Walking Dead, The Ones Who Live, Time of Movie Pilot. Und das war nur die erste Episode. Doch jetzt frage ich euch, habt ihr die Serie geguckt? Wenn nicht, ohne Spaß, gebt ihr eine Chance. Das ist sowas Neues. Das ist wirklich die erste Show innerhalb der Welt von The Walking Dead, wo ich sage, das ist was ganz anderes. Das ist nicht mehr das, was ihr kennt. Und das ist auch gut so. Aber schreibt mir das bitte alle in die Kommentare. Das Angebot zu Manscaped findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.